Und das Herz eines Schleppers ist der Motor. Deutz steht mehr als 90 Jahre im Dienste des Fortschritts. Erfindungen und Entwicklungen von geschichtlicher Bedeutung, wie Viertaktmotor und kompressorloser Dieselmotor, alles Leistungen unseres Werkes, sind die Meilensteine der Weltmotorisierung. Die modernste Entwicklung ist der luftgekühlte Motor, der sich fast 200.000-fach in tropischer Hitze und arktischer Kälte bewährt hat. Ob in den küstennahen norddeutschen Gebieten oder in den weiten Ebenen Mitteldeutschlands, oder in Süddeutschland, bis an den Rand der Alpen. Überall ist der Schlepper der treue Helfer in der Landwirtschaft. Im Schlepperbetrieb kann viel Handarbeit in der Heuernte eingespart werden. Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit des Schleppers und ein sicherer Zapfwellenantrieb der Geräte ergeben hohe Tagesleistungen. Die Kombination von Arbeiten, zum Beispiel vom Mähen und Zetten, führt zu einer Verringerung der Trocknungszeit. Ein modernes Heugerät für Zapfwellenantrieb, angebaut an einem Schlepper mit Hydraulik und Dreipunktkupplung. Mit diesem Gerät können alle bei der Heuwerbung notwendigen Arbeitsgänge in besonders schneller Fahrgeschwindigkeit ausgeführt werden, wie hier zum Beispiel das Heuwenden oder hier nach Anbringen des Schwadbrettes das Zusammenschwaden. Manche Fuhre guten Heues wird durch den Schleppereinsatz mehr gewonnen und vor einem Unwetter noch sicher eingebracht. Weidemelken. Schon von der Ferne hören die Kühe ihren Melkschlepper kommen. Sie laufen dem Schleppergeräusch entgegen und folgen ihm zum Melkstand. Ein unterdruckfester Schlauch wird an den Luftfilter des Schleppers angeschlossen. Ohne eine besondere Vakuumpumpe erzeugt der Schlepper bei Leerlauf des Motors den zum Melken notwendigen Unterdruck. Die Verbrennung im Motor nimmt keinen Schaden. Das Streuen von Kunstdünger, wenn es von Hand geschehen muss, eine unangenehme Arbeit. Aber mit dem Schlepper? Einfacher und bequemer geht's nicht mehr. Es ist ein leichtes Arbeiten mit dem kurzen, wendigen Gespann. Der Antrieb des Streuers erfolgt vom Schlepperhinterrad. Ein vierscharriger Tiefpflug erfordert auf schwerem Boden hohe Zugkräfte. Auch mit dem schwerzügigen Untergrundpacker als Koppelgerät ist der Raupenschlepper noch lange nicht an der Grenze seiner Motorleistung. Größere Betriebe können auf starke Radschlepper nicht verzichten. Diese zeigen auch bei der Saatbeetvorbereitung mit Gitterrädern ausgerüstet erstaunliche Flächenleistungen. Auch für die Bestell- und Pflegearbeiten ist der Schlepper mit Gitterrädern versehen nicht zu schwer. Die Spurweiser und der Einrückhebel werden vom Schlepper sitzaus bedient.
In stärker hängigem Gelände kann die Drillmaschine von einem auf ihr mitfahrenden Mann fein gesteuert werden. Das Eineggen der Saat wird im Schlepperbetrieb natürlich mit dem Drillvorgang gekoppelt. Dies spart Zeit und der Schlepper hat Kraft genug dafür. An einen Schlepper mit Hydraulik und Dreipunktkupplung kann die Sämaschine natürlich auch angebaut werden. Der Vorteil ist eine ausgezeichnete Wendigkeit der Kombination Schlepper und Gerät. Bei Tragschleppern ist die Kombinationsmöglichkeit noch größer. Drillmaschine zwischen den Achsen, Düngerstreuer und Egge hinter dem Schlepper. Alles von einem Mann hydraulisch bedient. Saubere Arbeit mit Spurweiser und Visiereinrichtung. Früher war das Pflanzensetzen eine mühevolle Handarbeit, die gern den Frauen überlassen wurde. Diese farbenprächtigen jungen Mädchen hier haben es leichter. Der Schlepper fährt nur 1 bis 1,5 Kilometer in der Stunde. Auf ein Taktzeichen führen sie das Pflanzgut den Pflanzscheiben zu. Alles Weitere besorgt die Maschine. Erst der Schlepper machte dieses Gerät möglich. Denn wer wollte wohl mit einem Gespann so langsam fahren, wie es hierbei notwendig ist. Ob die Pflanzen wohl feststehen? Davon muss sich der Nachbar erst überzeugen. Tatsächlich, mit der Arbeit des Schleppers und der Leistung des Pflanzgerätes kann man zufrieden sein. Kartoffellegen leicht gemacht. Ein Arbeitsgang, kein Tragen von Pflanzgut über den Acker. Gleichmäßige Pflanzabstände, keine Fehlstellen, Ein-Mann-Bedienung, das alles sind wesentliche Vorteile. Die Schlepperhydraulik hebt das Gerät aus und setzt es wieder ein. Bei diesem vollautomatischen Legegerät können Sie die Einrichtungen für den Fehlstellenausgleich noch besser beobachten. Mit einem halbautomatischen Gerät kann man nicht so schnell fahren. Durch ein Zellenrad werden gleichmäßige Pflanzabstände erreicht. Selbst das letzte Hochhäufeln der Kartoffeln vor der Blüte kann mit einem Pflegegerät zwischen den Achsen eines Tragschleppers sauber ausgeführt werden, ohne die Pflanzen zu beschädigen. Hier dasselbe Gerät beim Rübenhacken. Die Spur des Schleppers ist durch Umdrehen der Räder auf 1,5 Meter gebracht. Die Schlepperspur wird gelockert. Größere Betriebe arbeiten gerne mit Anhängehackmaschinen, die einen besonderen Steuermann erfordern. In Obstplantagen gilt es, den Boden stets offen zu halten. Unkrautwuchs darf nicht aufkommen. Der wendige Schmalspurschlepper mit Dreipunkthydraulik ist gerade der richtige. In wenigen Augenblicken können die Geräte gewechselt werden. Es wird dicht bis an die Stämme herangearbeitet, ohne eine Beschädigung der Zweige, der jungen Triebe und Blüten. Selbstverständlich kann der Schlepper auch noch eine zusätzliche Obstbaumverkleidung erhalten. Obstbaumblüte am Neckar. Nachblütenspritzung. Das mehrmalige Spritzen der Obstbäume lohnt immer. Denn nur gesundes Obst wird gut bezahlt. Auch hier ist es wieder der Schlepper, der mit einem zapfwellengetriebenen Spritzgerät diese Arbeit selbst bei sehr hohen Bäumen in wenigen Minuten erledigt. Haben Sie übrigens auf den vorschriftsmäßigen Zapfwellenschutz geachtet? Obstplantagen
oder bei Baumalleen kann die Spritzung vom fahrenden Gerät aus erfolgen. Eine handliche, billige Universalpumpe speziell für den kleinen 11 PS Schlepper entwickelt. Haben Sie die einfache Montage beachtet? Der Antrieb erfolgt über einen Flachriemen von der Riemenscheibe, die beim Einsatz zu Feuerlöschzwecken, zum Abspritzen von Fahrzeugen und für die Beregnung mit ca. 3000 Umdrehungen umläuft, was bei diesem Schlepper möglich ist. Dadurch wird ein besonderes Pumpengetriebe überflüssig. Und die Leistung? Erstaunlich! Überzeugen Sie sich selbst! Schalten Sie die Riemenscheibe auf die normale niedrige Drehzahl, so können Sie mit derselben Pumpe nach Auswechseln des Läufers auch noch Jauche und Gülle mit Dickstoffen pumpen. Eines der Beispiele, wie vorausschauende Schlepperkonstrukteure und findige Gerätehersteller zum Wohle der Landwirtschaft Hand in Hand arbeiten. Mit dem Bindemäher wird heute noch in Deutschland der überwiegende Teil des Getreides geerntet. Hier der Schlepper mit einem leichten Eintuchbinder. Unter schwierigen Verhältnissen, namentlich an Hängen, wird jedoch ein Zapfwellenantrieb des Binders vorzuziehen sein. Und nun derselbe Eintuchbinder mit Zapfwellenantrieb vor dem rückwärts fahrenden 11 PS Schlepper. Für eine Rückwärtsfahrt stehen drei Schleppergänge zur Verfügung. Oder auch frontal vor dem 15 PS Schlepper. In beiden Fällen können Sie ohne ein vorhergehendes Anmähen des Getreidefeldes, ohne einen zweiten Bedienungsmann, auch schmalste Feldstücke, zum Beispiel zwischen Gräben oder Baumreihen, verlustlos abernten. Die Kraftreserve eines Schleppers erlaubt die Koppelung der Arbeitsgänge Pflügen und Brechen der Schollen, ehe sie in der Sonne austrocknen. Mit der Schlepperhydraulik wird der Pflug ein- und ausgesetzt. Und auch die jeweils vor dem Wenden am Furchende ausgeklinkte Wechselsternegge beim erneuten Einsetzen des Pfluges mit einem Auslegearm wieder gefangen. Das Austauschen des Pfluges gegen den Grubber zum Beispiel ist eine Spielerei für den Schlepperfahrer. Schlepper und Gerät sind eine Einheit. Eine kleine Bewegung des Bedienungshebels für das Steuerventil der Hydraulikanlage und das Gerät gehorcht dem Willen des Fahrers. Die hohe Leistungsfähigkeit des Schleppers ist bei der Schädlingsbekämpfung von besonders großem Nutzen. Es kommt darauf an, die Schädlinge in einem für die Vernichtung günstigen Entwicklungsstadium schlagartig zu treffen. Zudem
sind die Bekämpfungsmaßnahmen zumeist noch an bestimmte Wetterverhältnisse gebunden, sodass schon deshalb eine hohe Schlagkraft gegeben sein muss. Schlepperbetriebe werden daher immer im Vorteil sein. Mähdrusch. Das verlustarme Getreideernteverfahren erfordert einen modernen Schlepper. Aber was heißt einen modernen Schlepper? Bitte achten Sie genau auf die folgende Szene. Der Schlepperfahrer muss an der Steigung herunterschalten. Schlepper und Mähdrescher bleiben natürlich für einen Augenblick stehen. Der Kraftfluss vom Motor über die Zapfwelle zum Mähdrescher wird durch den Schaltvorgang nicht unterbrochen und das ist das Entscheidende. Haben Sie es bemerkt? Gleich beim Anfahren nach der Entleerung des Körnersilos des Mähdreschers werden Sie den Vorgang, wenn Sie genau aufpassen, erneut beobachten können. Ein moderner Mähdrusch-Schlepper besitzt also die unabhängige oder auch sogenannte freie Zapfwelle. Dadurch ist ein störungsfreies Arbeiten mit zapfwellengetriebenen Maschinen gewährleistet. Ein Lader auch für den kleinen 11 PS Schlepper. Der Schlepper arbeitet wiederum in Rückwärtsfahrt. Der Ladearm kann um 90 Grad geschwenkt werden. Im Vergleich zum Frontlader wird dadurch das Manövrieren mit dem Schlepper wesentlich einfacher. Und dabei stört der angebaute Lader nicht einmal den Anbau anderer Geräte, zum Beispiel eines Pfluges. Das Gewicht des angehobenen Mistes ruht auf der kräftigen Hinterachse des leichten Schleppers. Selbstverständlich ist die Mistgabel des Heckladers auch gegen andere Arbeitswerkzeuge auszutauschen. Wieder die Zapfwelle des Schleppers. Ja, diesmal treibt sie die Streuvorrichtung eines Miststreuers. Von Hand könnte Stallmist nie derart fein und gleichmäßig verteilt werden. So befreit der Schlepper die bäuerliche Familie nicht nur von unangenehmer Handarbeit, sondern verbessert zudem die Arbeit noch. Mittelstarke Schlepper mit einem Frontlader leisten beim Mistladen so viel wie etwa 6 Arbeitskräfte beim Handladen. Beim Vorhandensein eines Schleppers mit Frontlader und eines Stallmiststreuers ist das Aufladen und Verteilen des Stallmistes eine Ein-Mann-Arbeit und der Schlepperfahrer braucht sich dabei noch nicht einmal körperlich anzustrengen. Arbeitsbeginn auf einem niedersächsischen Großbetrieb an einem Mähdruschtag. Einsatz der 3 Mähdrescher des Gutsbetriebes auf einem Feldstück. Auch die starken Schlepper für den Antrieb und Zug dieser Großmähdrescher sind selbstverständlich mit einer freien Zapfwelle ausgerüstet. Der Antrieb der Schneidwerke, der Dreschorgane und der Pressen der Mähdrescher wird also nicht unterbrochen, wenn der Fahrer Gänge wechselt oder anhält. Und der Vorteil? Leichte Arbeit für die Mähdruschmannschaft, hohe Tagesleistungen, geringe Verluste und sauberer Ausdrusch für den Betriebsleiter. Eine alte Bauernregel lautet, dem Erntewagen, heute müsste man hinzufügen, oder dem Mähdrescher,
soll der Schälpflug folgen. Unkraut wird vernichtet, die Bodengare erhalten und der Wasservorrat des Bodens geschont. Große Flächenleistungen durch Tag- und Nachtarbeit sind jetzt Trumpf. Der Schlepper ermüdet nicht, auch wenn er mit doppelter Pferdegeschwindigkeit dahinzieht. Feldernte-Drusch. Ein anderes arbeitssparendes Getreideernteverfahren, das sich einem Schnitt des Getreides mit dem Mähbinder anschließt und heute schon sehr oft den mit viel Handarbeit verbundenen winterlichen Scheunendrusch ablöst. Auch dabei ist der vielseitige Schlepper die stets einsatzbereite Kraftquelle. Der luftgekühlte Schleppermotor hält auch in pausenlosem Druschbetrieb seine günstigste Betriebstemperatur. Stimmt. Maisfeld, ein Ungetüm von Wagen und ein Schlepper. Er wird einen Feldhäcksler ziehen und antreiben, natürlich wieder über eine freie Zapfwelle. Die Aufnahmetrommel des Feldhäckslers kann auch durch ein Schneidewerk ersetzt werden. Immer mehr Betriebe gehen dazu über, ihr Saftfutter für die Winterfütterung über den Maisanbau anstelle von Futterrüben zu gewinnen. Dann gilt das Wort der Amerikaner, once over and all is done. Einmal rüber und alles ist getan. Windmühlen werden allmählich durch die moderne Technik verdrängt. Wir finden sie nur noch in der Weite der Marsch. In den Küstengebieten Ostfrieslands. Abpflügen von Gräben oder auch Grenzpflügen. An schwerere Schlepper ist dieser hydraulische Hecklader anzubauen. Das Gerät arbeitet mit Drucköl und wird von der Zapfwelle oder Riemenscheibe angetrieben. Dieser Lader ist sehr vielseitig einzusetzen, zum Beispiel zum Mist- oder Erdeladen, auf dem Felde zum Laden von Rüben oder Rübenblatt oder wie hier zum Ausheben von Entwässerungsgräben. Für diese wichtige Arbeit sind heute Handarbeitskräfte fast nirgends mehr zu bekommen. Der Grabenaushub wird am günstigsten gleich mit dem Stallmiststreuer verteilt. Vorzügliche Schälarbeit mit einem 3.2-Scharpflug. Und derselbe Pflug beim Saatpflügen. Wichtig ist für eine gute Arbeit das hintenliegende Stützrad des Pfluges. Auch schwere Schlepper sind mit einer 3-Punkt-Hydraulik auszurüsten. Als Pflug wird man dann einen vielscharigen 3-Punkt-Aufsattelpflug wählen. Das ist ein Winkeldrehpflug am 11 PS-Schlepper, auch wieder an der 3-Punkt-Kupplung des Schleppers angebaut und auch wieder mit hinten liegendem Stützrad. Ein Wechselpflug wird oft vorgezogen. Beachten Sie das leichte Ausheben des Pfluges mit dem Handhebewerk. Der Krümler mit Zapfwellenantrieb zerschlägt auch grobe, ausgetrocknete Schollen. Der kleine 11 PS-Schlepper mäht längs eines Grabens. Wird er mit der am Heck des Schleppers befestigten Gabel in Rückwärtsfahrt das Gemähte zusammenschieben.
Natürlich wird die Gabel hydraulisch gesteuert. Wir sind jetzt im Lande der bayerischen Königsschlösser. Neuschwanstein. Waldweg schlängelt sich ein Schlepper entlang. Der Bauer will Stämme abschleppen. Mit der Seilwinde am Schlepper ist das kinderleicht. Doch urteilen Sie selbst. Seilwinde gehört mit zu den vielseitigsten Schleppergeräten. Das ist noch viel zu wenig bekannt. Auch im Winter, wenn Hof und Wege tief verschneit sind, kann eine Seilwinde bei den Schneeräumarbeiten sehr nützlich sein. Hier kommt der Schlepper mit der zapfwellengetriebenen Schneefräse noch ohne ihre Hilfe aus. Kehren wir zurück in den Sommer. Die Leute sind ja lieb, denn so tippt die Vogel vor. Die Jungen und die Mädchen, die singen vollen Chor. Frische Luft haben wir gerne. In der Sonne liegen schöne Lagunen. Wir fliegen hinaus in die Ferne und brennen das eine Nun. Fröhlich weit, weit und weit. Aber wir waren ja bei der Seilwinde. Hier sehen Sie eine Seilwinde an der Dreipunkthydraulik des Schleppers. Sie ist in kürzester Zeit an- und abbaubar. Dies ist die geeignetste Windenbauart für den vielseitigen Ackerbaubetrieb, der seine Schleppergeräte oft und schnell wechseln muss. Diese Winde hat eine Zugkraft von 2,5 Tonnen und wird hier gerade zum Ziehen eines Drainagepfluges benutzt. Aber denken wir auch an den Herbst. Dann kann Ihnen zum Beispiel die Winde den schwer beladenen Rübenwagen vom aufgeweichten Acker an den festen Weg ziehen. Sauber und verlustlos holt der einfache, billige, von der Zapfwelle angetriebene Schleuderroder an der Dreipunktkupplung des Schleppers die Kartoffeln aus dem Boden. Thank you.
Auf siebfähigem Boden wird mit einem Sammelroder gute Arbeit geleistet. Die Kartoffeln werden nach dem Verlesen auf der Maschine in Säcken gesammelt. Zuckerrübenernte bringt Geld. Aber welcher Landwirt denkt nicht mit Schrecken an herbstliche Regenperioden, verschlammten Acker und die Frostgefahr? Moderne, arbeitssparende Ernteverfahren mindern diese Sorgen, sind aber nur mit dem Schlepper durchführbar. Die Blätter werden in Querschwaden auf dem Feld abgelegt. Die Rüben kommen in Mieten am Feldrand. Blätter abfahren in einem größeren Betrieb. Akkordarbeit. Der Ladekran ist mit einem Deutz-Motor Typ MAH ausgerüstet. Anderes Rübenernteverfahren für Betriebe mit nur einem Schlepper. Kombinierte Ernte von Blättern und Rüben. Beide werden in dicken Querschwaden auf dem Feld abgelegt. Das Roden in der Gare und der Zapfwellenantrieb des Gerätes machen auch diese Erntemethode sicher in trockenen wie in nassen Jahren. Saubere Blätter, gut gereinigte Rüben und ein nur wenig zerfahrener Acker durch den Einsatz des Schleppers. Achten Sie bitte gleich auf die Bewegung des Zugpendels beim Wenden. Durch den Zugpendel wird der Angriffspunkt des Zugwiderstandes günstig unter die Schleppermitte vorverlegt. Weiter ermöglicht er ein gutes Ausfahren von Feldecken und Winkeln. Bequem wie im Clubsessel. Idyll an der Mosel. Wir sind im Emsland. Eine Kultivierung von Ödland erfordert höchste Zugkräfte. Dieser gigantische Pflug mit einem Tiefgang bis zu 85 cm bei einer Arbeitsbreite von 45 cm wiegt 2 Tonnen und leistet ganze Arbeit.
dem Einebnen des Geländes sind die Voraussetzungen einer landwirtschaftlichen Nutzung gegeben. Ödland wird Kulturland. Ödland wird Früchte tragen. Und das verdanken wir auch unserer Industrie. Köln, die alte Handelsmetropole am Rhein, Sitz zahlreicher großer Werke der eisenverarbeitenden Industrie, deren größtes Werk die Klöckner Humboldt Deutz AG ist. Nahe dem Rheinstrom befinden sich die beiden Werke, in denen nach Wiederherstellung der fast völlig zerstörten Werksanlagen heute fast 22.000 Menschen im Dienste der Motorisierung stehen. Eine der modernsten Werkshallen dient der Serienherstellung der kleineren, luftgekühlten Dieselmotoren. Hier entsteht der luftgekühlte Deutz Diesel. Er wird in zwei Baureihen mit Leistungen von 6 bis 250 PS gefertigt. Innerhalb jeder Baureihe sind wesentliche Teile gleich und daher austauschbar. Hierdurch werden Fabrikation, Betrieb und Ersatzteilhaltung bedeutend vereinfacht. Der luftgekühlte Deutz-Dieselmotor ist der erste solcher Größe und solcher Zylinderleistung, der in Großserie gebaut wird. Wir nähern uns dem Ende des Bandes. In regelmäßigen Zeitabständen werden die Motoren fertiggestellt und dem Prüfstand zugeführt. Jeder Deutz-Motor wird auf dem großen Prüfstand einem sorgfältigen Probelauf unterzogen und durch zahlreiche Kontrollorgane, Fachmonteure und Ingenieure gewissenhaft auf Brennstoffverbrauch, Leistung und Auspufftemperatur geprüft. Beweis seiner Bewährung ist der ständig zunehmende Einbau in Kraftfahrzeuge aller Art, Baumaschinen, Bagger, Schiffe, Aggregate, Bordaggregate, Bohrfeldantriebe und seine Verwendung als Antriebsmaschine für den Deutz Dieselschlepper. Gerade hier macht sich der Wegfall der Wasserkühlung, eine Quelle häufiger Störungen, besonders im Winter, als erheblicher Vorteil für den landwirtschaftlichen Betrieb bemerkbar. Ein großer Teil der fertiggestellten luftgekühlten Kleindieselmotoren ist für den eigenen Schlepperbau bestimmt. Hier kann man die Montage vom Einzelteil bis zum fahrbereiten Schlepper verfolgen. Man sieht den Schlepper fast Schritt um Schritt werden und wachsen. Ein Schienensystem auf dem Boden mit Drehscheiben und Förderketten wird von oben durch Schwebebahnen und Kranen ergänzt.
Größter Teil der fertiggestellten Schlepper wird heute schon mit einer Hydraulikanlage ausgerüstet. Viele Arbeiten mit dem Schlepper werden durch diese erst möglich. Das Mähwerk gehört heute schon zur selbstverständlichen Ausrüstung aller kleineren und mittleren Schlepper. Bei einer letzten Erprobung im Gelände werden auf einem besonderen Messstand Gangschaltung und Bremsen kontrolliert. Das sind die einzelnen Bauteile des Deutschschleppers. Ja, wenn es so ging, das wäre schön. Eine der größten Kältekammern Europas befindet sich in unserem Werk Deutz. Hier werden ständig Startversuche bei tiefsten Temperaturen unternommen. Trotz des dicken Eispanzers auf der Motorhaube stellt der luftgekühlte Deutz-Motor seine Überlegenheit unter Beweis. Grad unter Null. Thank you.